keine große Herausforderung. Ja, nun gut. So. Hm? Sprecht mit Lazarus oder lasst es bleiben. Ich habe die Schriftrolle. Ihr habt die Schriftrolle, das gibt's hier. Nehmt das Zauberbuch, ich kann es ohnehin nicht verwenden. Aber diese Schriftrolle ist beim Freiprüfung von hier wegzukommen. Muss euch warnen, die Schriftrolle wird nicht funktionieren. Lazarus hat gesagt, ihr würdet sterben, wenn ihr sie benutzt. Ihr solltet die Schriftrolle sofort verwenden. Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie sie funktioniert. Nehmen wir die 1. Ihr lügt. Ihr müsst euch einfach lügen. Aber warum solltet ihr mich jetzt noch anlügen, nachdem wir den Austausch schon durchgeführt haben? Warum hat Lazarus eigentlich die Stadt noch nicht verlassen, wenn die Schriftrolle funktionieren würde? Vielleicht habt ihr ja recht. Ich werde es mir noch genau überlegen, bevor ich die Schriftrolle verwende. So, und weg ist er. Lazarus hat mir die Schriftrolle, ja. Ich habe ihn gewarnt. Fragt nur. Was ist Hallo, mein Freund. Wünscht? Ja. Ja, schon wieder. Kann ich euch helfen, meine Schwester? Nein, nicht wirklich. Wer wart ihr noch mal? Glaubt ihr nicht, ihr solltet besser von hier verschwinden, solange es noch geht? Und um wohin zu gehen? Wenn diese Armee in die Stadt eindringt, ist man nirgends mehr sicher. Sie werden jedes einzelne Viking da sie uns jagen und mich eingeschlossen. Ich wünsche euch, könnt ihr mich davor fürchten. Ja. Ihr müsst Melisande verabscheuen. Melisande hat nur versucht, mir zu helfen. Sie hatte die besten Absichten, obwohl es dann leider nicht so geklappt hat, wie es geplant war. Ich danke euch, dass ihr euch Zeit nehmt, um euch mit mir zu unterhalten, aber ich muss zusehen, dass ich weiterkomme. Vielleicht gelingt es mir ja dafür zu sorgen, dass diese erstaunliche Geschichte doch ein glückliches Ende findet, wenn ihr mir sagen könnt, wo ich Gromnir finde. Ich kann nicht verstehen, warum ihr euch mit Gromnir treffen wollt, ja. Wenn ihr es wollt. Wer ist eigentlich Tepit? Ah, Tepit ist die Katze. Es kapiert. Tepit jagt hier Ratten. Gut. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um den hier. Keine große Herausforderung. Hier geht's auf jeden Fall nach unten. Eindringlinge in meinem Domizil? Vielleicht habt ihr dieses Gebäude ja mit einer Institution des Handels verwechselt. Wenn dem so ist, kann ich euch versichern, dass ihr euch geirrt habt. Wenn ihr dieses Besitztum unversüchlich verlasst, stelle ich euch von der Strafe für die Übertretung des Besitzerrechts frei. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ich bin hier definitiv in einer unterlegenen Position. Ihr habt das Privileg, meinen werten Namen zu kennen, aber die Bezeichnung eurer Personenschaft ist für mich ein Enigma. Ich bin Talisa. Ich hätte ein paar Fragen bezüglich Matteo. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich habe ein paar Fragen bezüglich Matteo. Warum redet ihr eigentlich so großspurig und verwendet so viele Fremdworte? Wollt ihr bei mir Eindruck erwecken, ich wäre dumm? Ich bin Talisa. Werte Umchill, keine Frage, wer hätte wohl extrapolieren können, dass sich bei Natheo um einen Verräter handelt? Spart euch die Worte, Kieser. Griffin Santela hat mir verraten, dass ihr Altrick entführt habt. Ich denke, ihr seid irgendwie in die ganze Angelegenheit verwickelt, Kieser. Ich weiß, dass ihr in dieser Sache verwickelt seid, Kieser, und ich interessiere mich brennend dafür. Nehmen wir die 1. So, Griffin hat also ihr Gelübde der Diskretion verletzt. Bevor ihr zu vorherigen Schlüssen übergeht, möchte ich euch jedoch ersuchen, meine Exchange der begleitenden Umstände anzuhören, Kindesball. Oder spielt eure Gesichtsmuskulatur zurück von Überraschung. Dachtet ihr etwa, ich wüsste nicht über eure Identität und Ahnenschaft, lange bevor ihr hier eingetreten seid, Bescheid? Ich habe ein Angebot für euch, Balbrot. Ich gebe meine Involvierung in Andrix' Entführung zu, denn auch impliziert dies nicht meine Schuldigkeit am Verrat von Saradusch. Andrix sah mich in der Tat in der Nähe des Tores, aber ich war nicht die schuldige Partei. Ihr denkt wohl wirklich, ich würde diese Geschichte glauben? Ich will euch im Moment mal glauben. Sprecht weiter. Der wahre Verräter ist der Magier Erath. Er gibt sich als unerschütterlicher Verteidiger Saradusch aus, aber in Wahrheit ist ihm die Genese des Verrats erblüht. Der Verstand dieses Magiers ist jenseits jeder Vorstellungsvermögens pervertiert. Wenn das wahr ist, warum habt ihr dann nicht einfach Hauptmann Sammand erzählt? Niemand würde einem Bericht Glauben schenken, nicht
meinem Bericht Glauben schenken, nicht ohne einen handfesten Beweis. Hauptmann Sommers ist von dem perversen Willen beseelt, mich zu ruinieren. Und zweifellos hätte er mich aufgrund Adrichs spekulativer Zeugenaussage verurteilt. Ich war also gezwungen, für meine eigene Sicherheit zu sorgen, um meine Untersuchungen gegen den Zauberer fortzusetzen und die Beweise besorgen zu können, die den abtrünnigen Magier entlarven. Aber warum habt ihr Matteo die ganze Sache in die Schuhe geschoben? Ich konnte nicht gestatten, dass Erhard erfährt, jemand würde seine Verstrickung in die Angelegenheit antizipieren. Sonst würde er die Beweise eliminieren, die ich erst requirieren muss. Die einzigen anderen Leute, die bei der Sache in der Nähe waren, waren Adric und Matteo. Ich musste Adric kidnappen und ihn als Druckmittel nutzen, seine Mutter dazu bringen, Matteo zu beschuldigen. Nur auf diesem Weg konnte ich verhindern, ins Gefängnis geworfen zu werden, ohne Erhard dahingehend zu alarmieren, dass ich plane, seinen Verrat zu exponieren. Eine ziemlich weit hergeholte Geschichte. Woher soll ich wissen, ob ihr die Wahrheit spricht? Ich denke nicht, dass ich euch Glauben schenken kann. Vielleicht soll ich euch einfach gleich töten. Wie es mir scheint, seid ihr zum unschuldigen Opfer der Umstände und der Vorurteile anderer geworden. Nehmen wir mal die 1. Ah, der ewige Fluch des erfolgreichen Händlers. Die Leute sehen meinen Wohlstand und sind sofort präditioniert, mir zu misstrauen. Ich habe im Moment keine Beweise, aber ich habe noch eine Karte, die ich ausspielen kann. Sollte mir irgendetwas geschehen, wird Adric nicht mehr lebend gefunden werden. Wenn ihr also der Gräfin helfen wollt, dann helft mir, mich selbst zu entlassen. Ich nehme mal an, dass ich Beweise für Schuld Erhards finden soll. Es bedauert mich sehr wahrscheinlich, aber eine solch elementare Lösung ist leider unmöglich. Während Erhard lebt, wird er jede Untersuchung seiner Aktivitäten torpedieren können. Nur sein Ableben würde mir ermöglichen, meinen Namen reinzuwaschen. Ich soll also Erhard für euch töten? Bedauerlicherweise ja. Ich könnte nie ein derartiges Unterfangen durchziehen, aber ihr seid vielleicht erfolgreich, wo ich scheitern würde. Wenn ihr schon nicht für mich tut, so bedenkt doch, wie ihr damit Adric, der Gräfin, ja sogar Gazzara durchschäft. Versteht ihr die vorliegende Situation jetzt im allen Detail? Kann ich mich auf eure absolute Kooperation in dieser Angelegenheit verlassen? Wer soll mich eigentlich davon abhalten, ab mal sammelt alles zu erzählen, was ich weiß? Ohne Beweise würde niemand eure Geschichte glauben. Außerdem wäre es der Gesundheit von Adric exzessiv abträglich. Und warum sollte ich euch nicht hier töten? Ihr könnt es ja versuchen. Mein Tod wird jedoch niemandem helfen. Ich schlage vor, ihr spart euch eure gewaltigen Impulse für andere Individuen auf. Erhard würde mir da so einfallen. Oh, traut diesem Käser nicht über den Weg, Talisa. Seht ihr, wie seine Nase zuckt? Irgendwie verstinkt hier gewaltig. Und diesmal ist es nicht Bo? Ist es nicht Bo's pelziges Hinterteil? Kehrt zurück, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Bis dahin haben wir nichts weiter zu besprechen. Ja. Kesar Cheray hat behauptet, er hätte Adric entführt, um sich selbst zu beschützen. Man hätte ihm angeblich fälschlicherweise des Verrats bezichtigt. Er hat behauptet, der wahre Verräter wäre der Magier Erhard. Falls ich den Magier töten würde, wäre er bereit, mir zu verraten, wo Adric ist. Aber wo finde ich Erhard? Und wo geht's hier hin? Hier sind auf jeden Fall Kämpfer. Erzählt mir mehr davon. Okay, hier ist nichts und niemand mehr drin. Ich schätze mal, er hält Adric hier unten fest. Wo sonst? Ja. Keine große Herausforderung. Und wenn die beiden Schläger, die das Einzige sind, was mir im Weg stehen, dann... Irgendwas nicht in Ordnung? Wenn es sich um Geschäfte handelt, geht besser rauf und redet mit Kesar. Hier gibt es noch nichts für euch zu sehen. Was habt ihr hier in Kesars Keller zu suchen? Was wir hier tun? Ja, wir stehen wach. Was glaubt ihr denn, was wir hier tun? Aber hier ist doch nichts. Hier gibt es nichts zu bewachen. Schach, ich mache dir eure Arbeit schlecht. Warum sonst sollte Kesar euch in den Keller stecken? Also gut, ich mache mich besser wieder auf den Weg. Nehmen wir mal die 2. Seht, Kesar gibt Befehle, wir befolgen sie. Er will, dass wir in den Keller gehen, also gehen wir dorthin, kapiert? Geht wieder hoch. Kesar mag es nicht, wenn man in seinem Keller herumschnüffelt. Am besten, du nimmst die Beine in die Hand. Was gibt's hier zum Bewachen? Dann kommst du vielleicht noch lebend nach Hause. Ich warte. Ich gehe einfach mal durch diese Tür durch. Ja, komme ich nicht, weil mir Minz im Weg steht. Ich helfe schneller als Chick-Ticka Schnellpratze. Okay, verstanden. Dass hier eine Zelle ist, ist schön und gut. Ich warte natürlich.
Okay. Los, spuck es auf. Schön. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Dann gucken wir mal. Ich habe hier auf jeden Fall den Ring, mit dem man besser Schlösser öffnen kann, aber... Was hatten wir hier? Ring der Gnadentöter und Diebeshandschuhe. Elfenstiefel, die dürften noch helfen. Elfenumhang dürfte noch helfen. Unsichtbarkeitsring, der dürfte noch helfen. So, der macht, die Diebstahlhandschuhe, oder? Taschendiebstahl erhöhen. Der Unsichtbarkeitsring hilft, dass wir unsichtbar sind. Ist was los? Geht klar. So, dann versuchen wir mal, dich zu bestehlen. Was ist? Nö. Dich zu bestehlen dürfte schwieriger werden. Als gedacht. Da hast du die falschen Tränke. Ach ja, und die Moin ist so schwer beladen. Ring von Gax. Kriegst du mal kurz weg. So. Dann gucken wir mal, was wir von ihm klauen können. Ja. Jetzt sollte das eigentlich verstanden. Klappen. Echt einfach. Heiltränke, ja supi. Echt einfach. Schikati. Okay. Echt einfach. Unsichtbarkeitstränke, von denen haben wir schon so viele. Sie besitzt keine Gegenstände. Okay. Nun gut. Okay, schön. Echt einfach. Noch mehr Heiltränke. Echt einfach. Noch mehr Unsichtbarkeitstränke. Meteoritenerz. Der Fuck. Boah, ist das schwer. Dieses seltsame Material stammt aus dem Kern von Meteoriten, die vom Himmel gefallen sind. Das leicht zu verarbeiten, das ist erstaunlich widerstandsfähig, von innerer Hitze erfüllt. Jeder Gegenstand, der aus diesem Frühlingsmangel gefertigt werden würde, würde sich über außergewöhnliche und mysteriöse Eigenschaften verfügen. Klingt nach etwas Besonderem. Na gut, den Rest zu beklauen spare ich mir mal. Da haben wir einen Ersatz für den Diebestrank. Und noch einen Wahrnehmungstrank. Hey.
Ich war, was immer ihr wünscht.